Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autofurie. Heute mit dem Messier Digital Cockpit, was technisch gesehen baugleich ist zu dem, was auch bei Skoda eingesetzt werden wird, beziehungsweise schon eingesetzt wird und auch was im VW Polo verbaut wird. Wir schauen uns das jetzt hier mal ein bisschen im Detail an, schauen mal die Unterschiede an zu eben dem Virtual Cockpit. Da gibt es nämlich massive Unterschiede. Unterschied Nummer 1 ist nämlich die Größe, dass neue digitale Cockpit im VW-Konzern misst nämlich nur 10,25 Zoll, was umgerechnet fast 5 cm weniger in der Diagonale sind als beispielsweise das System im Audi oder im VW Passat. Zudem, das werdet ihr gleich sehen, steckt technisch gesehen der gleiche Tegra-3-Chip von Nvidia dahinter, aber vielleicht könnt ihr mir dabei pflichten. Es sieht sehr nach einer Spar- oder Eco-Version aus, die entweder etwas runtergetaktet ist oder einfach zum Energiesparen optimiert ist. Denn man sieht schon klare Unterschiede in der Grafikdarstellung. So sieht das Digital Cockpit von Seat aus, was im Cupra 300 übrigens serienmäßig ist. Ansonsten kostet das für den Leon 430 Euro. Den Preis für den Seat Ibiza habe ich leider aktuell nicht, da er immer noch nicht in der Preisliste verfügbar ist. Das ist eine Ansicht. Und wenn wir auf die View-Taste gehen, die auch schon bei anderen Modellen zu finden ist, unter anderem seht ihr das im Seat Ibiza-Video, der zwar die Taste hat, aber noch nicht das digitale Cockpit, können wir unsere Ansichten verändern. Das sind eben diese drei Ansichten, die wir haben. Zum einen klar die ganz klassische Ansicht mit den Drehzahlanzeigen und Geschwindigkeitsanzeigen und den Fahrdaten beispielsweise in der Mitte. Da können wir aber auch nochmal andere Fahrdaten einbuchen, Verkehrszeichen, Öltemperatur und natürlich auch den Trip. Aber auch die Assistenten sowie die Navigation. Und gerade bei der Navigation können wir auch rein und raus zoomen. Und da seht ihr vielleicht schon auch den Unterschied zu eben dem Virtual Cockpit von Audi bzw. der ersten Generation. Es ist einfach nicht so flüssig wie die andere Version. Und hier seht ihr auch mal, wie das aussieht, wenn wir da richtig rausgehen. Und hier auch nochmal die anderen Ansichten. Und da können wir natürlich auch Audio, Telefon, Fahrzeugstatus, Laptimer hier beim Cupra 300. Und dann sind wir wieder bei den Fahrdaten. Jetzt habe ich vorher noch entdeckt, wir können da, wie gesagt, ihr seht es, es dauert einfach ein bisschen. Es ist immer leicht verzögert, wenn man auf die View-Taste drückt. Und dann können wir uns hier auch nochmal andere Anzeigen reinholen. Dazu müssen wir hier in dieses Menü reingehen, dann auf Fahrzeug. Und bei Ansicht versteckt sich dann der Punkt Kombi-Instrument, der quasi hier schon mal darstellt, was wir hier angezeigt bekommen. Und da können wir hier auf Automatik gehen, dann seht ihr schon, was er da anzeigt. Und dann ist das Ganze auch hier so aktiviert, also rechts hätten wir jetzt quasi die Navigation. Und dann gibt es auch nochmal Ansicht 1. Und da seht ihr jetzt auch schon, können wir hier quasi verstellen, was im anderen Display angezeigt werden soll. Ob das jetzt wirklich besser ist als die Funktionsfähigkeit, die wir bisher von diesem Display hatten, ist natürlich fraglich. Allerdings kann man sich so seine beliebten Anzeigen sehr schnell einfach darauf abspeichern und kann da relativ schnell intuitiv drauf zugreifen. Wie gesagt, und bei Classic kann man dann wiederum gar nichts einstellen, da bleibt alles so, wie es ist. Und Automatik, das regelt sich dann so ein wenig nach den Momenten, die man im Moment braucht, also ob zum Beispiel auch eine Navigation oder sowas aktiv ist. Dann switchen wir noch einmal kurz durch die Modi durch. Wir sind jetzt aktuell im Komfort, wechseln mal in Sport. Da seht ihr, ändert sich bedingt etwas. Wir haben aber keine neuen Grafiken oder sonstiges, irgendwie rot oder so etwas gezeichnet. Und dann gehen wir auch mal weiter in den Cupra-Mode.
Da verändert sich wiederum auch nichts. Also da seht ihr, da wäre natürlich eine Möglichkeit, ich nehme mal an, dass Seat da auch mit der Eigenmarke Cupra noch mal etwas nachliefern wird. Denn wir haben da Möglichkeiten, da etwas nachzuliefern, etwas schöner zu machen, etwas sportlicher zu gestalten. Aber hier im Moment ist das so nicht verbaut. Gehen wir auch einfach noch mal schnell kurz die einzelnen Ansichten durch. Also das ist die, ich würde mal sagen, minimale Ansicht, die dann ja, relativ übersichtlich und vor allem groß die zusätzlichen Infos darstellt. Und hier die zweite Ansicht, die vor allem die Fahrdaten in den Vordergrund legt und dann die anderen Daten noch so mitgibt. Und auch hier können wir etwas die Ansichten auf Knopfdruck im Infotainment-Display etwas ändern. So sehen die dann aus. Also da kann man sich auch wieder, wie gesagt, was man möchte, in das Display reinholen. Schauen wir uns das hier auch nochmal an. Da verändert sich dann jetzt, da wir einfach eine radikal niedrige Ansicht haben, ehrlich gesagt gar nichts. Es sei denn, man geht wieder auf Automatik, dann geht er auf die vorherige Sicht zurück. Und hier vielleicht auch noch etwas, das man bei den Anzeigen sieht. Ihr seht, von gestrichelt wird es dann zu durchgezogen, wenn man hier im Drehzahlmesser unterwegs ist. In den anderen Ansichten haben wir da sowas ja gar nicht. Also da ist es ja wirklich komplett runtergebrochen. Es gibt ja nur den Drehzahlmesser hier. Aber es gibt auch im Cupra keine richtige Schaltpunktanzeige oder sowas, wie man es etwa aus der Formel 1 etc. erwarten würde. Und weitere Einstellungen finden sich dann hier auch nochmal im Setup des Kombi-Instrument. Also hier kommen wir in die Einstellungen rein, die ihr vorher gerade schon gesehen habt. Und das sind dann die weiteren Einstellungen. Ihr seht, das ist alles schon mal etwas weniger als unter anderem eben bei Audi verbaut wird oder beispielsweise im VW Passat verbaut wird. Es ist, wie gesagt, in meinen Augen eine Art Eco, eine Art Sparversion, die trotzdem das digitale Cockpit eben ja, verfügbar macht für andere Modelle, aber eben hinter den Erwartungen vielleicht auch etwas zurückbleibt. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen, einen guten ersten Eindruck gegeben, was man hier bei Seat erwarten kann. Wie gesagt, in anderen Konzernmodellen variieren dann die Styles etwas, aber von der Technik und vor allem von der Grafikleistung, der Rechenleistung ist genau alles gleich wie auch hier. Solltet ihr dazu noch Fragen haben, dann gerne jetzt damit unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns irgendwann zwischen Sonntag und Donnerstag beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.